Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Wir erleben ja jetzt gerade Vorverhandlungen und Verhandlungen zur Jamaika-Koalition. Unsere Einschätzung darüber, die Konturen werden, glaube ich, deutlich, wenn man auch noch gar nicht sehen kann, ob sie überhaupt zu einer Einigung kommen und wie die Grünen dann mit Seehofer das irgendwie mit den Flüchtlingen hinbekommen. Aber die Kontur wird sein, das Soziale wird auf der Strecke bleiben. Die wesentlichen sozialen Fragen wie Rente, Altersarmut, prekäre Beschäftigung, Investitionen in Bildung, Gesundheit und Erziehung, Infrastruktur und vieles andere mehr wird keine zentrale Rolle spielen. Es wird eher ein Weiter-so geben. Ich vermute sogar, die FDP wird die CDU, CSU so unter Druck setzen, von rechts und vom neoliberalen Gedankengut, dass es vielleicht sogar zu Verschlechterungen kommen wird, zum Beispiel in der Steuerpolitik oder beim Soli-Zuschlag. Und die Grünen werden sich damit zufrieden geben, wenn sie ein bisschen was in puncto Ökologie bekommen. Also werden wir es mit einer Koalition zu tun haben, die im Wesentlichen ein Weiter-so machen wird, aber in den zentralen Fragen, die die Menschen, die die soziale Lebenslage der Menschen betreffen, keine Antworten geben wird. Umso wichtiger wird sein, dass es dazu eine klare Oppositionsarbeit gibt. Wir werden das nicht nur kritisieren, sondern wir werden unsere Alternativen zur sozialen Gerechtigkeit darstellen. Wir haben ausgearbeitete Konzepte zur Rentenpolitik, zur Steuerpolitik, zur Gesundheitspolitik, zur Bekämpfung der Kinderarmut und der Armut. Und diese Konzepte werden wir der künftigen Regierung gegenüberstellen und werden dafür werben, dass es wieder linke Mehrheiten in Deutschland geben wird. Wir erleben gerade zwei Themen, die heute noch mal auf die Tagesordnung gekommen sind, zu denen es ganz sicherlich keine Lösungen geben wird. Das erste ist die wachsende Kinderarmut. Es gibt eine Bertelsmann-Studie, die sagt, jedes fünfte Kind ist arm. Und wer erstmal in dieser Armutsfalle drin ist, kommt auch über Jahre hinweg nicht mehr davon weg. Das Prinzip, das in meiner Kindheit und Jugend gegolten hat, dass es Aufstiegsmöglichkeiten gab, auch für Arbeiterkinder, dass es Durchlässigkeit gibt, ist längst durchbrochen. Armut wird praktisch weiter vererbt und sie wird verfestigt. Das hat natürlich sehr viel mit der Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse zu tun und mit der Prekarisierung der Lebenslagen. Wenn du eben im Niedriglohnbereich bist, wenn du gleichzeitig ein Bildungssystem hast, das nicht soziale Nachteile ausgleicht, gelingt es dir kaum, aus dieser Situation rauszukommen. Und das bedeutet, wir brauchen dringend ein Programm gegen Armut und Kinderarmut. Das muss identisch sein mit einem Programm für anständige Bezahlung und gegen prekäre Arbeit, dass Kinder überhaupt wieder eine Chance haben, aus der Armutsfalle rauszukommen. Wir haben die zweite Zahl, dass mehr pflegebedürftige Menschen anerkannt wurden. Es gibt 220.000 Menschen mehr, die unter die Pflegeversicherung gefallen sind, unter Zahlungen. Das ist positiv, dass da was bezahlt wird, aber es macht deutlich, wie groß der Pflegenotstand bei uns ist. Das heißt, es gibt mehr Pflegebedürftige und gleichzeitig gibt es einen dramatischen Mangel an Pflegekräften. Der ist natürlich über Jahre hinweg produziert worden durch eine völlig falsche Politik. Es ist im Übrigen interessant, dass vor der Wahl alle Parteien gesagt haben, wir müssen was tun, um die Situation der Pflegekräfte zu verbessern. Da werden wir ganz sicher ganz am Anfang schon, wenn die Regierung gebildet ist, sie stellen. Also einer der ersten Anträge der Bundestagsfraktion muss zur Pflege sein, weil dort haben alle Versprechungen gemacht und ich bin mal hochgespannt, ob auch nur eine einzige dieser Versprechungen irgendwo eingehalten wird. Wir sagen Aufwertung der Pflegeberufe, hier geht es jetzt um die Altenpflege, eine Anhebung des Pflegemindestlohns auf 14,50 Euro pro Stunde und perspektivisch darf es keinen Lohn unter 3.000 Euro für Pflegekräfte geben. Bei der Krankenpflege 100.000 Pflegekräfte mehr in den Krankenhäusern und ebenfalls eine Aufwertung und bessere Bezahlung
der Arbeit. Um diese Fragen wird die Auseinandersetzung gehen. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass die Linke ihre Kampagne zur Verbesserung der Pflegesituation fortsetzen wird. Dort haben wir auch schon große Erfolge bei diesem Bundestagswahlergebnis gehabt. Letzter Punkt, Umgang mit der AfD. Ich habe schon am Tag nach der Wahl gesagt, die AfD wird in der Linken den härtesten Gegner haben, den sie finden kann. Und dabei bleibt es. Es ist eine absolute Zäsur, dass eine Partei der extremen Rechten in diesen Bundestag einzieht. Es ist nicht so, dass zum ersten Mal Faschisten und Neonazis drin sind, das gab es nach dem Krieg auch, aber es ist zum ersten Mal, dass praktisch eine organisierte Kraft in eine organisierte Fraktion mit neofaschistischen Kräften, mit extremen Rechten im Bundestag vertreten ist. Wir haben immer gesagt, es wird nicht nur eine Frage des Umgangs im Parlament sein, dort werden wir klar dagegenhalten. Es ist auch wichtig, dass alle Kräfte, aber die Linke wird da vorangehen, in der Gesellschaft überall dagegen hält, wo rassistische, neofaschistische, nationalistische und rechtsextreme Positionen vertreten werden. Man darf praktisch den Rechten nicht die Diskurshoheit und schon gar nicht die öffentlichen Plätze und die öffentlichen Räume überlassen. Ich begrüße es in diesem Zusammenhang ausdrücklich, dass der Verdi-Chef Frank Zirske gesagt hat, er will die Kampfansage der AfD annehmen und die intensive Auseinandersetzung mit ihren neoliberalen und unsozialen Positionen suchen. Das begrüße ich ausdrücklich. Es ist eine wichtige Aufgabe der Gewerkschaft, dass sie sich dieser Frage stellen. Und wenn er die AfD für bekloppt hält, weil sie darüber nachdenkt, die Renten- und Sozialversicherung zu privatisieren, dann hat er das noch diplomatisch ausgedrückt. In der Tat verbindet die AfD ein ganz neoliberales Programm des Sozialabbaus und des Lohnabbaus mit fremdenfeindlichen und rassistischen Positionen. Und das macht sie in der Tat tatsächlich gefährlich. Deswegen werden wir natürlich die AfD nicht nur auf dem Feld ihrer Ideologie und ihrer fremdenfeindlichen Positionen stellen, sondern insbesondere im sozialen Bereich deutlich machen, dass sie den Menschen, deren Unmut über die Verhältnisse sie offensichtlich ausdrückt und wo sie auch eine Folie ist, auf der viele den Protest gegen diese unsozialen Verhältnisse äußern, werden wir deutlich machen, dass sie den Menschen nichts zu bieten hat. Die größte Übereinstimmung zwischen dem AfD-Programm besteht mit dem Programm der FDP, das per se unsozial ist. Und dort werden wir eben deutlich machen, Erwerbslose würden ihre Position verschlechtern, wenn sich das AfD-Programm durchsetzt. Gewerkschafter würden ihre Position verschlechtern, weil sie eigentlich noch Gewerkschaften stärker entmachten wollen. Und die meisten Beschäftigten würden nicht nur weniger im Geldbeutel haben, sondern sie würden eine schlechtere soziale Stellung in dieser Gesellschaft haben, wenn sich die AfD durchsetzt. Ich glaube, diese zwei Sachen gehören zusammen, klare Haltung zu zeigen und gleichzeitig aufzuzeigen, dass die Menschen von der AfD nichts, aber auch gar nichts zu erwarten haben.